ein Fall für die Schwarze Pfote. Vini und die Schwarze Pfote am Set, Teil 2. Als ich damals angefangen habe, die Buchreihe Die Schwarze Pfote zu schreiben, hätte ich mir natürlich niemals träumen lassen, dass wir irgendwann das Ganze mal verfilmen. Aber jetzt ist es soweit. Für mich ist natürlich jetzt am spannendsten zu sehen, wie alles, was ich mir als Autor vorgestellt habe, dann im Film aussehen wird. Es ist echt unglaublich, wie viele Leute an so einem Filmset unterwegs sind, die man später gar nicht in der Kamera sieht. Guck mal, das ist das Team und da vorne stehen die Hauptdarsteller für die nächste Szene. Bitte! Gedreht wird hier mit zwei Kameras gleichzeitig und im Schnitt, also in der Postproduktion, werden dann die besten Bilder für den Film rausgesucht. Uns erwartet natürlich sofort ein mega spannender Fall. Der Fluss, die Hommel in Hommelsdorf, wurde vergiftet. Keiner weiß, woher das Gift kommt und deshalb nehmen sich die drei Detektive der Schwarzen Pfote plus ihrem Vierbeiner Hugo diesen Fall vor und unser absoluter Superstar auf vier Pfoten, unsere Spürnase Hugo, gespielt von Junior. Außerdem spielen Uwe Ochsenknecht mit, Petra Nadolny, Ingolf Lück und natürlich unsere anderen drei Detektive. Halten Sie sich vom Tatort fern, bitte. Kann ich irgendwie helfen? Ja, bitte. Vielleicht können Sie mir nachher helfen, hier abstecken. Ich meine, der Mann hat ja nichts zu tun, ne? Quatsch nur. Das kann er jetzt auch machen, wenn er hier mir hilft, das Strandbad abzustecken. Ja, nicht wegrennen. Petra Nadolny als Hauptkommissarin. Richtig cool. Sag mal, wie gefällt's dir denn so am Filmset? Ich bin auch schon gespannt, wie der Fall ausgehen wird. Was meinst du? Er will noch nicht zu viel verraten. Verstehe ich. Und hier steht's, das ist er, der Sebi, unser Regisseur. Sebi, ist schon irgendwas schiefgegangen? Ja, einiges, aber das meiste davon können wir auch sehr gut benutzen. Oh Gott, nein! Tschüss! Vini und die Schwarze Pfote am 30. Oktober im Disney Channel.